Einen wunderschönen guten wunderschönen hier aus Köln, aus unserem wunderschönen guten wunderschönen Hotelzimmer. Ich bin saukrank, es ist Gamescom, das Leben ist toll! Hallo, hey Ladies and Gentle Nerds, geil, dass ihr wieder dabei seid. Gar nicht so geil dürften einige Konzernchefs in den USA die neue Regelung der SEC, also der US-Börsenkonzernaufsichtsbehörde Bla-Dingens, gefunden haben. Die hat nämlich festgelegt, dass ab 2017 offengelegt werden soll, also von größeren Konzernen, wie hoch die Lücke beim Gehalt ist zwischen Vorstandschefs und Vorgesetzten und Angestellten. Man stelle sich so eine Regelung mal in Deutschland vor, dass jede Firma hier offenlegen muss per Gesetz, was der Chef verdient. Das, ich glaube, das wird früher oder später zur totalen Revolte. Andererseits muss man allerdings auch sagen, dass das eventuell bei Verhandlungen nur rein theoretisch dazu führen könnte, dass solche riesigen Gaps gar nicht mehr entstehen, oder? Nein, okay, wenn ich das selber resümiere, halte ich das auch für Quatsch. Das heißt also, um sich jetzt so richtig zu ärgern, muss man einfach nicht mehr spekulieren, sondern kann nachlesen, was für eine goldene Nase sich der Chef verdient. Aber in meinen Augen ändert das an sich nichts. Es könnte allerdings den einen oder anderen Ruf schaden. Was sagt ihr dazu? Würdet ihr euch so eine Regelung wünschen? Haltet ihr die für sinnvoll oder wenigstens für interessant, weil wirklich was bringen wird sie eh nicht? Oder sagt ihr, ey krass, das ist vielleicht tatsächlich eine Chance für mehr Fairheit bei der Bezahlung? Wer weiß. Ey Frodo! Ja? Kann eigentlich jeder ein Flüchtlingsheim eröffnen? Keine Ahnung. Ja, und genauso wenig Ahnung haben ganz, ganz viele andere Leute, nachdem Till Schweiger mit einem riesen Aufreger um die Ecke kam. Till Schweiger hat sich nämlich jetzt hingesetzt und Deutschland verkündet, er möchte ein eigenes Flüchtlingsheim bauen. Ganz in trockenen Tüchern ist die Aktion nicht und wurde auch erstmal heftig kritisiert, weil A, im Internet auf Facebook sich irgendwie die Nazis gerade versammeln und so tun, als könnten sie mit Social Media umgehen und alles, was mit Flüchtlingen zu tun haben, erstmal zerhaten. Aber auch, weil Till Schweiger das mit der Firma Princess of Finkenwerder, ja, lol, die heißt echt so, als ob, Alter, zusammen aufbauen möchte. Das Problem bei dieser Firma, Princess of Finkenwerder, sorry, der Name wird immer beschissen, also öfter man ihn sagt. Das Problem an dieser Firma ist, sie arbeitet A, gewinnorientiert und außerdem mit einer Sicherheitsfirma zusammen, die, um es jetzt mal ganz überspitzt zu sagen, Söldner ins Ausland verleiht. Jetzt ist allerdings die große Frage, kann überhaupt jeder, der darauf Bock hat, ein Flüchtlingsheim eröffnen? Im Prinzip, um die Antwort mal vorwegzunehmen, ja, und an und für sich ist das auch gut und eine Riesenchance, denn im Gegensatz zu so ganz eindeutig geregelten Sachen wie Aufenthaltsdauer, bla bla bla, ist im Asylbewerberverfahrensrecht nirgendwo festgelegt, wie die Qualität einer solchen Unterkunft zu sein hat. Deswegen sind die oftmals auch unter aller Sau und vor allen Dingen unter aller Würde. Nun sieht die Rechtslage allerdings so aus, dass Kommunen auch private Immobilien anleihen können, um diese eben als Flüchtlingsheime zu nutzen. Ergo, ja, als Privatperson oder als Multimillionär oder als Filmstar kann ich, wenn ich die Kohle dafür habe und die Integrität und die Eier, mich gegen diesen ganzen fucking Internet-Shitstorm hinzusetzen, dann kann ich in Deutschland als Privatperson ein Flüchtlingsheim bauen. Was haltet ihr persönlich von der Idee? Nicht, was haltet ihr persönlich von Till Schweiger? Er macht beschissene Filme und nuschelt die ganze Zeit vor sich hin, okay? Aber die Idee als solches ist gut und ich finde, sie setzt ein sehr eindeutiges Zeichen. Denn obwohl Facebook gerade damit überschäumt, darf es eben nicht heißen, Deutschland wieder eigentlich Naziland. Was ist los? Und deswegen, was sagt ihr? Als Privatperson oder als Konzern oder als irgendjemand mit zu viel Kohle Flüchtlingsheime bauen? Ja oder nein? Mal eine ganz eindeutige Antwort. Geile Idee oder beschissene Idee? Einfach mal in die Kommentare. Am Montag hatten wir schon drüber geschnackt. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zur Affäre von netzpolitik.org. Es ist passiert. Es ist wie eine Bombe eingeschlagen. Ich habe am Montag schon gesagt, dass das eine Art von Zensur ist, die eben durch die Angst vor Konsequenzen bei Journalisten eingeführt werden sollte. Jetzt sage ich wieder heimlich durch die Hintertür, was zum Thema eingeführt total, oh je, Mine, denkt nicht drüber nach. Er fand's witzig. Okay, aber es ist auch Frodo. Jetzt allerdings ist klar, Politik darf sich in Journalismus nicht einmischen. Wo zur Hölle kommen wir denn da auch hin? Generalbundesanwalt Range ist damit schon mal entlassen worden. Das ist allerdings nicht genug, fordern eben auch führende Politiker, wie zum Beispiel auch der linken Vorsitzende Bernd Rieksinger. Der ist sich ziemlich sicher, da hätte man schon vorher eingreifen müssen, nämlich unter anderem bei Hans-Georg. Wer ist Hans-Georg? Danke für diese Frage, Frodo. Hans-Georg Maaßen, unser Verfassungsschutzchef. Dass der Typ nicht gerade den besten Ruf hat, ist eh bekannt, mit der Nummer jetzt allerdings im ganzen Land. Kannst du deine Witze bitte in Maaßen halten? Oh!
Nice. Im Prinzip interessiert mich jetzt nur, was sind die nächsten Konsequenzen? Muss jetzt Thomas de Maizière auch noch Angst um seinen Ruf haben? Kann es sein, dass so ein Riesen-Fail, ja, die Netzpolitik.org-Affäre, hat jetzt übrigens offiziell im Netz Spiegel-Affäre abgelöst, eventuell die Karriere von drei führenden und großen Gesichtern der deutschen Politik einfach ausradiert? Was sagt ihr dazu? Hat es so einen Peak und den darauf folgenden Befreiungsschlag einfach gebraucht? Oder seid ihr der Meinung, oh mein Gott, das ist halt Landesverrat, da müssen Sachen einfach geheim bleiben, sonst kann man das Land nicht schützen, deswegen verklagt die Journalisten. Und ohne Scheiß, solche Kommentare habe ich bei mir auf Facebook gelesen. What the fuck is wrong with you? Ihr merkt, ich verzweifle gerade. Also wenn ihr mir folgen wollt in Zukunft, Instagram, Twitter, weil Facebook geht mir voll auf den Sack zur Zeit, Alter. So, ich bin krank, versuche noch eine Stunde Schlaf zu haschen. Danach geht's weiter auf die Gamescom. Wir sehen uns am Montag wieder. Ich freue mich auf euch. Und jetzt ist erstmal Endcard. Oder Endcard. Welcome to the Endcard. Däumchen werden Träumchen. Hilft mir doll und freut mich wahnsinnig. Einfach kurz draufklicken. Tut auch manchmal nur weh, manchmal aber nicht. Kriegt das für euch selber raus. Polo, warum bist du denn so schick? Weil ich die ganze Zeit den News damit verbracht habe, mich schick zu machen. Krawattenknoten. Nee, wir drehen ja für unsere Samstagsfolge auf Dr. Freud. Dr. Freud findet ihr übrigens da oben rechts. Sau schwierig, Spielverkehr. Da ist so Let's Play-Gedöns, mein Vlog-Kanal, der gammelt so vor sich hin, kommt einmal alle drei Jahre, was so nach dem Motto. In der Videobeschreibung sind ganz, 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 ganz viele Links. Der Hashtag der heutigen Endcard ist Hashtag Ojemine, die Putzfrau klopft. Ich glaube, die ist nämlich gerade nebenan und schmeißt uns dann wieder aus dem Zimmer raus. Die sind hier so unfreundlich. Und falls ihr jetzt noch sagt, Samstag habe ich noch gar nichts vor, auf unserem Twitch-Channel am Samstag hosten wir Last Man Standing. Da sind wir nämlich am Samstag. Dazu ist auch der Link mit allen Informationen und der Website von Last Man Standing in der Video-Beschreibung. Und wir machen jetzt Gur Bung Bung auf Gamescom.com und von daher Community High Five in 3, 2, 1. Guck mal, wie wobbelig das ist, weil die Kamera auf einer Lampe steht. Bam!